Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute in einem ganz besonderen Restaurant. Das ist auch nicht direkt in Bonn und Rhein-Sieg-Kreis, sondern in Neuwied. Und das Restaurant heißt La Mer. Das Besondere hier ist, wie man schon im Hintergrund sehen kann, dass es ein Unterwasserrestaurant ist. Also man hat quasi fast rundum ein Aquarium mit ganz vielen Fischen. Und das ist natürlich sehr besonders. Auch die Location an sich sieht halt so ein bisschen aus wie in einer Höhle irgendwie. Und das werden wir heute mal testen. Hier gibt es sehr, sehr elitäres Essen, also sehr hochwertiges Essen und halt jetzt keine Burger oder Pizza. Und natürlich auch Fisch. Und das werden wir jetzt ausprobieren. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Let's go! Okay, dann werde ich das mal probieren. Schmeckt wie so eine Curry-Mayo. Ich muss sagen, das Brot ist ein bisschen trocken, aber diese Curry-Mayo schmeckt echt gut. So, das ist jetzt eine Kartoffel, was hat sie gesagt? Kartoffelcremesuppe oder so? Oh, ist gut. Mhm, die ist lecker, aber heiß. So, wir haben jetzt zwei Hauptgerichte bekommen. Einmal haben wir Lachs mit Kürbispüree bestellt und einmal so Spinatknödel mit einer Pilzrahmsoße und, das war's, glaube ich. Pilzrahmsoße, bisschen Gemüse, frittierter Petersilie, Möhren und es riecht auf jeden Fall beides sehr, sehr gut. Also das hier ist vegetarisch. Schmeckt besser als gedacht. Die Pilze schmecken sehr, sehr gut. Und diese Soße auch. Und diese Spinatknödel sind auch echt gut. Er ist butterweich. Oh, das schmeckt richtig gut. Okay, das ist ein Kürbispüree. Boah, das schmeckt auch gut. Also Fisch können die hier, glaube ich. Okay, wir lassen es auch schmecken und dann sehen wir uns später wieder. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist auf jeden Fall eins der außergewöhnlichsten Restaurants, wo ich jemals war. Es sind ungefähr 40 Minuten Fahrzeit von Bonn. Wenn ihr aus Hennef, Siegburg und so kommt, dann ist es was näher. Es ist halt relativ teuer. Natürlich, man zahlt halt hauptsächlich für die Location. Das Essen an sich ist so ein reiche Leute-Essen halt. Also ein sehr, sehr schickes Essen, schickes Restaurant und halt relativ klein. Obwohl die Portionen waren eigentlich relativ in Ordnung von der Größe her. Ja, das war's mit dem Video. Schaut hier auf jeden Fall mal vorbei. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und abonniert meinen Instagram-Kanal und auch meinen YouTube-Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.